GTA 6 droppt genau jetzt in dieser Sekunde. Aha. Oder ich werde deine Freundin. Da können auch drei von ihr stehen, wirklich. Da können auch ihre Freundin stehen. Trotzdem nehme ich GTA 6, Junge. GTA 6 über allem. Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen mal heute wieder auf ganz, ganz entspannt in die neuen TikTok-Videos rein. Diese Videos machen mich einfach fertig. Sag ich euch so, wie es ist. Oh, not good, not good, not good. I don't like this, I don't like this. Ich als Creator, / Student, bin wirklich von morgens bis abends beschäftigt, ne? Ich dachte, ich bin ein Hustler, der jeden Tag durchzieht, ne? Und keinen einzigen Tag Pause macht. Ja gut, hat sich wohl rausgestellt, dass ich das doch nicht bin, ne? Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei Jura, bin selbstständig und habe noch einen Nebenjob. Wie ist das möglich? Und ich nehme euch heute mit durch meinen Tag. Der fing heute Morgen einfach um 4 Uhr an und das ist so gar nicht meine Uhrzeit. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mitreden darf, ne? Aber ich gehe immer um 2 pennen und stehe immer um 9 auf. 7 Stunden Schlaf? Kann man machen. Dann bin ich zur Arbeit gefahren, habe mich umgezogen und mir meinen Matcha mit Chunky Flavor gemacht. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Danach habe ich dann noch bis 14 Uhr gearbeitet und bin nach Hause gefahren. Da ging es dann erstmal ans Lernen für mein Jurastudium. Also ich finde es wirklich krass, wie sie das durchzieht. Ne? Jeden einzelnen Tag. Respekt. Einfach direkt mit dem Lernen beginnen, wenn man zu Hause ankommt. Wenn ich bei so einer gottlosen Uhrzeit arbeiten müsste und um 14 Uhr erst zu Hause wäre, Junge, ich hätte meine Tasche direkt in die Ecke geschmissen, hätte direkt meinen Mittagsschlaf gemacht. Junge, ich wäre auf Wolke 7. Ich wäre auf Wolke 7. So und nicht anders. Anschließend musste ich mich dann aber doch noch an den Schreibtisch setzen, weil ich noch ein paar Calls hatte und ein paar organisatorische Sachen für meinen Nebenjob klären. Also mir fällt nichts ein, wirklich, das ist krass, wirklich Respekt. Junge, ihr Tag hat einfach 48 Stunden. Jetzt einmal fürs Protokoll. Es gibt Menschen, die haben einen Job. Es gibt aber auch Menschen, die haben zwei Jobs. Aber selbstverständlich gibt es auch Leute, die haben wirklich keinen einzigen Job und sind einfach bescheuert arbeitslos. Und dann gibt es noch sie. Also Rerap, ne, ich finde das richtig krass, dass ihr das alles hinkriegt und das noch im Gleichgewicht hält. Es können wirklich sehr, sehr viele Leute von ihr lernen. Zähle ich eigentlich dazu? Nee, for real, ne, sie macht an einem Tag mehr als andere in einer Woche. Ich habe mich auch letztens beim Lernen gefragt. Oh, ich brauche noch ein paar Schildis, drop mal welche. Wie, du droppst nicht? Was bist du für ein geiziger Junge? Ich werde dich nicht beleben, sag ich so, wie es ist. Ach komm, scheiße. Ja. Da habe ich mich letztens gefragt, wie ich überhaupt auf mein Studium gekommen bin. Bin euch ehrlich, ne, das habe ich auch schon mehrmals im Livestream gesagt. Ich wollte schon immer ein Unternehmen gründen und diese auch einfach leiten, ne? Das war eines meiner Ziele. Und außerdem wollte ich keine Ausbildung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ein Spaßvideo war oder wirklich ernst. Junge, ich habe mich für meinen Studiengang in ungefähr 5 Minuten entschieden, wirklich. Bei mir war das einfach so, ich hatte zwei Studiengänge, die für mich interessant waren und der eine war schon voll. Junge, ich habe einfach den anderen genommen. Fertig ist? Vor euch sitzt der perfekte BWL-Student. Hi. Imagine, meine Eltern fragen mich einfach, wie lange ich fürs Studium brauche. Wie lange brauchst du denn dafür? So 3, 4, vielleicht auch 5 Jahre. Bis du fertig bist, oder? Nein, nein, bis ich mich entschieden habe. Ich weiß es noch nicht. Das ist mir viel zu viel Stress, Papa. Freunde der Sonne, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ja, dann freut's mich auch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, wenn wir davon ausgehen. Genau heute vor 5 Jahren hatte ich einen...